Heute möchte ich mal ein paar Worte zur Sicherheit in Ungarn sagen, weil ich merke auch in manchen Kommentaren, dass das für viele Leute noch ein Thema ist, dass ob Ungarn nun sicher ist oder nicht. Und ich würde sagen, erstmal mit den ganzen Problematik von den kleinen Delikten oder den Stehlereien beim Auto, das war vor 20 Jahren, war das wirklich ein Thema bis so 2010 rum, dass dort gerne die Autos gestohlen wurden und auch das in den großen Städten. Das heißt, mussten auch gar nicht auffällige Autos sein. Mein kleiner Renault Clio, der ist auch damals auf einer stark befahrenen großen Straße in Budapest, wollten sie ans Auto schon ran. Aber das war damals eher ein Volkssport. Also dass die, weiß ja auch die Jugendlichen, die abends haben die sich einfach getroffen und sich zum Autoklauen verabredet. Und da war es eben auch so eine ziemlich gängige Masche, dass sie dann Autos, und übrigens nicht von Ausländern, auch von Ungarn, die Autos, was gerade so gebraucht wurde, haben die geklaut und dann haben sie sich bei den Eigentümern gemeldet, haben gesagt, wollen sie das zurück, das Auto, dann müssen sie so und so viel bezahlen. Und wenn nicht, dann, also entweder hast du bezahlt als Eigentümer oder dein Auto wurde einfach praktisch dann weiterverkauft. Dann war es auch, also ich jetzt sage wirklich mal die Unterschiede zu damals, also bis 2010 war auch, dass man immer gesagt hat, wenn du irgendwo fährst, auch in Budapest, egal wo, auf dem Land, in Budapest, überall, dann sollst du deine Beifahrertür verschlossen halten, weil das kam oft vor, dass am Ampeln hast du gehalten und dann sind halt die Leute schnell von der Beifahrertür rangegangen und haben dann die Sachen dort vom Sitz weggestohlen. Aber heutzutage sind diese ganzen Sachen überhaupt nicht mehr vorhanden. Also ich würde wirklich jetzt sagen, wie ich so die Situation in Deutschland auch sehe, auch mit dem abends, nachts rausgehen, so an Plätzen, wo die Leute eben ärmer sind, da kann heute jeder ganz sicher durch die Stadt gehen, durch die Straßen gehen, auf dem Land gehen, Spaziergang machen, weil es halt dieses ganze Migrationsproblem nicht gibt. Und das macht Ungarn eben auch so attraktiv. Das ist ja einer der großen Gründe, warum viele nun nach Ungarn gehen. Also ich würde sagen, in Sicherheit ist ganz, ganz groß geschrieben. Dann die Leute verdienen natürlich heute auch mehr. Das heißt, haben ihr eigenes Auskommen, sind den ganzen Tag beschäftigt. Also die Wirtschaft, die ist auch, läuft sehr gut in Deutschland, in Deutschland ja gerade nicht. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leute eben dann ihr eigenes Einkommen haben. Natürlich gibt es noch viele Regionen mit armen Bevölkerung, aber ja, das habe ich bei mir auch ganz gut gesehen. Da gibt es auch solche zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen, dass die dann halt zum Beispiel eine extra Mahlzeit bekommen, die warmes Essen. So, da hat jemand mir hat auch diesen Gutschein gegeben, den Voucher, und ich wollte das auch mal ansehen, wie das so funktioniert. Und ich habe mich halt mit diesen einfachen Leuten auch sehr armen und einfachen Leuten, auch viele Zigeuner, in die Schlange gestellt über Monate und auch mein warmes Essen dann eben dort abgeholt. Aber ich wehre mich auch ein bisschen dagegen zu sagen, dass Leute nur, weil sie nichts haben, klauen. Also das, denke ich, ist ein absoluter Unsinn. Nur inzwischen ist so einfach Ungarn auch in dem Punkt ein fortschrittlicheres Land geworden, dass die Leute auch stolz sind. Die würden sich niemals nachsagen lassen wollen, dass sie was klauen. Natürlich, jetzt, wenn du als Deutscher das erste Mal in Ungarn bist, mit einem riesen Auto vorfährst, mit Juwelen behängt, dann ist das natürlich was anderes. Kann schon sein, dass dann versucht wird, hier und dort zu stehlen. Also auffällig sollte man natürlich nicht sein. Ich kann sagen, nur in meinem kleinen Ort hier an der Tissa, wo es auch durchaus viele Zigeuner gibt, bin ich in diesem ganzen Jahr, wo sie wissen, ich bin der zweite Ausländer am Ort oder eigentlich der erste, sind sie kein einziges Mal bei mir reingebrochen oder irgendwas gestohlen. Also das ist wirklich sehr sicher. Ich würde auch sagen, mit den Zigeunern, weil viele haben Angst, oh mein Gott, jetzt kommen die Zigeuner und dann ist alles weg. Nein, sie gehen ihres Weges, wir gehen unseres Weges. Man muss natürlich nur bestimmt sein. Und das heißt, kommt schon vor, wenn er neu an einen Ort zieht, dass sie dann kommen. Manche Zigeuner, die wissen, okay, du bist neu, kommen die bei mir auch. Und kommen dann durch irgendeinen fadenscheinigen Grund, kommen die dann aufs Grundstück, aber fragen dann, oh, das würde ich gern haben und das brauchst du das noch und das. Und dann muss man die halt wirklich einmal ziemlich hardcore wegschicken und dann kommen die aber auch nie wieder. Also bei mir
habe ich dann einmal auch wirklich ziemlich hart weggeschickt und das verstehen die dann auch und dann kommen die nicht wieder. Also das ist so, haben sich wirklich die Zeiten geändert. Trotzdem, was einer gesagt hat, dass er eben auf so einer Erkundungstour in Ungarn waren, das natürlich auch schon, dann hat er irgendwie gedacht, wäre überall alles kriminell, das ist natürlich Quatsch, aber ich möchte an dieser Gelegenheit schon mal sagen, dass es eine gute Sache ist, erstmal in Ungarn sich wirklich so eine Schnuppertour zu machen, sich umzusehen, auch mal mit den ganzen Landschaften, was passt für einen, hügelig oder flach oder hier oder dort, also mal 2 Wochen zu investieren, wo man nicht gleich ein Haus kauft. Und danach kann man eigentlich dann, wenn man schon die Gegend gefunden hat, kann man eigentlich auch per Internet das Haus aussuchen, vielleicht nochmal besichtigen. Und wenn man dann halt, was weiß ich, 1200 Kilometer oder so weiter entfernt wohnt in Deutschland, möchte man natürlich nicht für jede Kleinigkeit dann vorbeikommen. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, per Skype mit dem Anwalt das alles abzuwickeln. Das heißt, für den Anwalt muss man dann noch nicht mal mehr nach Ungarn kommen und man kann das Geld überweisen. Also auch das hat sich geklärt, aber ich würde sagen, guckt euch auf jeden Fall mal um. Man muss sich ein bisschen so erstmal auf das Land einlassen, aber das gilt für überall anderes auch. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Würdet ihr das auch so machen oder wie wandert ihr aus nach Ungarn? Alles klar, in diesem Sinne, like das Video, subscribe zu dem Kanal und abonniert mich auf Telegram. Bis dann, ciao, ciao.